Das ist die Urban Approach 15. Das ist ein Fotorucksack vom Think Tank für mittlere bis große Systemkameras inklusive Zubehör. Wie man sieht, in schwarz. Das ist eine sehr robuste, sehr steife und sehr gut gepolsterte Fototasche bzw. Fotorucksack, den wir uns jetzt hier mal so ein bisschen näher anschauen. Der ganze Rucksack macht einen sehr hochwertig verarbeiteten Eindruck. Wir fangen mal auf der Rückseite direkt an. Da haben wir so einmal hier die Tragegurte, das, was Ihnen bei Ihnen dann praktisch vorne auf der Schulter halt eben liegt. Die sind gepolstert, auf der Innenseite hier etwas belüftet mit einem etwas durchlässigeren Material. Das gilt also auch für die Partie, also die Rückseite des Rucksacks, die halt eben dann auf Ihrem Rücken draufklebt und drauf liegt halt eben auch, dass sie klebt. Das wollen wir halt eben verhindern, wenn es geht. Und darum haben wir halt eben hier auch diverse Belüftungskanäle drin und halt eben auch dann dieses gepolsterte Material, wo die Oberfläche halt eben auch dann so ein bisschen Gitternetzlinien einfach dann etwas aufgelockert ist und halt eben dann auch die Luftzirkulation da etwas stattfinden kann. Die Vorderseite, da haben wir also hier einmal die Seite, wo dann auch das Oberfach ist, also da, wo es halt eben dann auch ins Innenleben reingeht, was wir uns euch angucken, da haben wir schon mal hier auf der Vorderseite dann so einen Reißverschluss, der führt zu einem kleinen Fach. Ich halte hier mal meine Hand rein, damit Sie ungefähr sehen, wie tief man da kommt. Also ungefähr so die Hälfte von der Vorderseite, die wir hier haben, da kann man zum Beispiel halt eben etwas reinmachen, was mit Fotografie vielleicht gar nichts zu tun hat. Papiere, ne, oder halt eben auch seine Brieftasche oder halt eben auch etwas, von dem man weiß, wenn man unterwegs ist, das braucht man auf jeden Fall. Im Sommer zum Beispiel ein Po-Filter, ne, für den Einfallen oder irgendwelche Akkus. Die Zipper, die wir hier haben, die laufen also hier richtig satt und verschließen das ganze bombenfest. Wir haben hier zwei und wir haben hier schon eine Besonderheit, dass wir nämlich mittels Zahlenschloss zum Beispiel hier einfach auch die beiden Zipper dann fest miteinander verbinden können. Das macht auch Sinn, wenn man zum Beispiel irgendwie unterwegs ist und dann seinen Rucksack abgeben muss, ne? Handgepäck oder halt eben auch einfach, wenn man das gute Gefühl haben möchte, wenn man unterwegs ist, permanent das Schloss dran zu lassen oder halt eben auch dann zum Beispiel im Hotelzimmer, dann ist es halt eben nochmal so eine kleine Sicherheit, die man hat, dass also nicht jeder hingehen kann und das Ganze sofort aufreißt und dann dementsprechend dann gegen ihren Willen einfach entleert. Wenn man das Fach aufmacht, dann bekommt man hier also den Zugriff auf das Innenleben. Das ist natürlich gewohnt, wie bei vielen anderen Herstellern auch, muss man hier dazu sagen, hat sich ja mittlerweile eingebürgert, einfach hier dieses Trennsystem mit diesen Polsterwänden, die wir hier haben, mittels Klettverschluss, ne, kann man das Ganze einfach lösen und dann dementsprechend einfach so einteilen, wie Sie es halt eben ganz gerne hätten, beziehungsweise dann Ihrem Equipmentstand, den Sie halt eben dann haben, auch individuell anpassbar. Der Hersteller bietet also hier so eine kleine Karte an, die liegt hier oben drauf im Auslieferungszustand. Da hat er sich mal so ein bisschen Gedanken gemacht und einfach so eine beispielhafte Ausstattung hier einfach so aufgeführt. Wie man das sehen kann, ist ein Sony-System, haben wir eine kleine Systemkamera hier oben mit einem Objektiv, die hier runter guckt. Dann hier einmal der Body von einer anderen Kamera und dann dementsprechend die Objektive, Zoom-Objektiv, Blitz. Das wäre jetzt zum Beispiel halt eben auch einfach dann so eine Musterausstattung. Wenn Sie die zufälligerweise genauso haben, Glückwunsch, kann man tolle Sachen mitmachen. Wir haben hier auf der Oberseite von dem Deckel, den wir hier haben zum Verschließen, natürlich auch nochmal zwei Fächer. Mit dem großen Vorteil, dass man sie also hier einmal mit dem Reißverschluss aufmachen kann, aber halt eben auch, dass man direkt sehen kann, was dann da drin ist. So, den nehmen wir auch mal raus, den brauchen wir gleich noch. Und das hat eben den Vorteil, dass man direkt sehen kann, was drin ist und nicht erst die Tasche aufmachen muss, um dann da rumzufummeln und rumzufühlen und da eben festzustellen, Mist, da ist der Filter ja doch nicht drin. Ja, wenn Sie von oben drauf gucken, dann sehen Sie das dann auch direkt. Ich mache das jetzt mal wieder zu. So, und auf der Rückseite auch hier noch einmal kann man sehen, da sind also auch zwei Reißverschlüsse, wenn man die aufmacht. Dann haben wir hier noch so ein rückwärtiges Fach. Da haben wir dann hier oben auch so ein stilisiertes Symbol drauf von einem Tablet. Das würde dann laut Herstellerangaben einfach dann hier reingehen. Das kann man also auch richtig tief dann halt eben reinmachen. Ein kleines Notebook bekommt man hier hinten auch noch rein. Also das ist auch sehr gut gepolstert und in sich noch einmal verstärkt. Das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Ich kann es nur sagen, wie es sich anfühlt. Das ist halt eben hier runter auch ein ganz harter Schaumstoff, der hier drunter ist. Und da muss man sich auch keine Gedanken machen. Ne? Hier vorne ist der Rücken, hinten ist das Equipment drauf, dass also hier den ganzen Devices, die man hier reinmachen kann, irgendetwas passiert. Der große Vorteil ist, man kommt halt eben auch direkt dran, ohne dass man jetzt über den Umweg über die Vordertasche nehmen muss. Auch eine tolle Sache. Dann können wir natürlich last but not least hier an der Seite auch noch dann dementsprechend zum Beispiel halt eben auch Stative mitnehmen. Die würden sich dann halt eben beintechnisch gesehen hier einfach dann zumindest mit einem Bein in dieser Tasche befinden oder halt eben auch auf der anderen Seite, damit sie halt nicht ganz runterfallen. Und dann haben wir hier noch diesen Clip, wo dann die Stative halt eben auch dann noch mit befestigt werden, dass sie halt eben dann zusätzlich noch gesichert sind. Der ist hier im Rucksack mit drin. Ich mache den jetzt mal hier in die Seite rein. Nur damit Sie Bescheid wissen, dass es halt eben auch dann noch im Lieferumfang mit drin ist. Ja, was auch noch sehr nett ist, ist, wenn Sie zum Beispiel einen Koffer haben, einen Rollkoffer,
der so einen Griff hat zum Ausziehen. Ne? Kennen Sie ja vielleicht auch noch. Dann können Sie diesen Rucksack einfach dann halt eben während des Transportes oben drüber machen. Das heißt, was man jetzt hier so ein bisschen schlecht sehen kann, ich mache das mal eben kurz auf. So, das ist hier noch einmal mit einem Klettverschluss versehen, damit er halt nicht so rumlabbert, wenn er nicht mit dem Rauch ist. Nochmal so eine Schlaufe. Und da würde jetzt praktisch dann der Tragegriff, und dann würden Sie das Ganze einfach dann so oben drauf machen. Und können Sie halt eben dann zum Beispiel den Koffer halt eben auch einfach damit den Griff hinter sich herziehen und müssen keine Angst haben, dass dann der Rucksack, der da drauf ist, runterfällt. Auf der Produktseite, auf der Sie gerade sind, da hat der Kollege auch ein sehr schönes Foto gemacht, wo man das dann sehen kann, wo dann der Rucksack auf so einem Tragegriff bzw. ja, Ziehgriff halt eben von einem Rollkoffer dann zu sehen ist. Können Sie sich ja mal angucken. Ja, Großen und Ganzen war es das jetzt schon. Das war also hier der Think Tank, der Urban Approach 15, der Rucksack für die mittleren, großen bzw. bis zu großen Systemkameras oder Spiegelreflexkameras natürlich auch, so kein Problem. Abschließend nochmal der Hinweis, dass das ein wirklich sehr hochwertig verarbeiteter, stabiler, vor allen Dingen auch Rucksack ist. Da kann man also wirklich auch keine Angst haben, wenn man den mal so fallen lässt, ne, dass da mit den Sachen irgendwie großartig was passiert. Der ist wirklich ganz hervorragend und sehr stabil verarbeitet. Und ich meine, wenn man bedenkt, was da reinkommt, das hat ja auch ein bisschen was gekostet. Das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wenn man weiß, dass es halt eben dann mit diesem Rucksack auch wirklich gut geschützt ist.